Hallo YouTuber, Nancy, willkommen hier zum Start in die dritte Saison von Ski Racing 2006. Der Start findet wie immer in Sölden in Österreich statt. Das sieht man schön hinten auf der Karte. Und ich würde sagen, ja, wir fackeln nicht drum rum. Aber eins, was wir machen, wir fahren eine Übungsfahrt. Die ist nämlich tendenziell wichtig, weil wir jetzt ausscheiden, sofern dass wir einen Fehler machen. Und das wollen wir natürlich nicht weniger. Das heißt auch ein bisschen Sicherheitsabstand bei den Dornen lassen, nicht zu nah ranfahren, weil wir wollen natürlich nicht mit Dornfehler hier ausscheiden. Ob die Zeit was wert ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, wir müssen ja noch unseren Athleten mehr in Richtung Kanten drin, was wir zukünftig jetzt auch machen werden. Weil dann haben wir auf jeden Fall hier im Riesendorlauf bessere Karten als wie bisher. Ich glaube, der Lauf wäre gar nicht mal so schlecht geworden hier. 47,97, das 48,97, das merken wir uns mal. Training zweiter Lauf, das will ich auch noch einmal fahren. So, jetzt hätten wir schon das Problem. Jetzt sind wir ausgeschieden. Fahren auch mal einen Trainingslauf im zweiten Durchgang. Weil das wollen wir natürlich fürs Rennen dementsprechend vermeiden. Sölden übrigens ein Gletscher im Ötztal, wenn ich mich jetzt nicht falsch irre. Ötztal, Pitztal, keine Ahnung, irgend so ein Tal in Tirol oben. Und ja, ist halt wie gesagt ein Gletscher, das sieht man aber auch hier. Es ist Ende Oktober, das darf man halt auch nicht vergessen. Und darum ist auch unten noch alles eher grün und nicht mit Schnee bedeckt, sondern nur hier oben auf dem Gletscher an sich. Und ich finde das Bild schon irgendwie geil. Weil ansonsten rüber hast du auf der ganzen Welt dann die schneebedeckten Berge und alles und auch das Tal voll mit Schnee. Hier hat man das noch nicht. Eine 50-66 ist glaube ich auch nicht so schlecht. Aber ich würde sagen, weiter zum richtigen Event. Und dann schauen wir mal, ob wir hier schon mal ein bisschen was an Pünktchen mitnehmen können. Und dass wir hier gleich mal mit Aufkanten den Sprung abstechen mussten, ist natürlich nicht gut hier. Ich finde, sind wir zeittechnisch gar nicht mal so schlecht platziert. Ich glaube, so werden wir auch in etwa ins Ziel kommen. So, 3,46 sind wir 18 da. Das ist schon mal besser als wie erwartet, muss ich schon sagen. Jetzt sind es halt im Durchgang, müssen wir aufpassen, dass wir rum nicht das eine da mitnehmen, was wir vorhin verkackt haben. Boah, hier hat man jetzt aber Glück gehabt. Da sind wir 12. Das wird schon mal gute Punkte für den Start in den Weltcup bringen. Ihr wisst ja, wir haben um eine Disziplin weniger als wie Benny Reich hier im Weltcup und auch als Body Miller. Der fährt, glaube ich, auch den Slalom, beziehungsweise fährt hier extrem guten Riesendorlaufschwung. Und ja, unter den Rang, unter den Top 10, das ist schon mal ein super Ergebnis, Leute. Darauf können wir auf jeden Fall aufbauen. Und ja, da heißt es einfach weiter angasen, weiter nach vorne kämpfen und versuchen, dass wir natürlich hier im Gesamtweltcup weiterhin bestehen. Ja, wir sagen hier einfach mal weiter, genau hier nochmal weiter.
65 Erfahrungspunkte, wir haben wieder Stiefel bekommen, aber ausrüstungstechnisch stehen wir schon gut da, da brauchen wir nicht unbedingt was. Und wir haben 29 Punkte mitgenommen, das hat man letztes Mal in der Riesendauerlauf-Saison, ich glaube bei der Hälfte vom Jahr noch gar nicht. Also das ist schon mal super. Und Lake Louise Abfahrt nehmen wir natürlich mit. Das Ganze auch mit einer Übungsfahrt. Da haben wir schon mal den Sprung gut gedrückt. Und jetzt sieht man auch hier, aufgrund vom Material und aufgrund der Stärke unseres Fahrers, kommen wir da auch schon mit einiges mehr an Speed rum. Also da haben wir, glaube ich, jetzt oben allein schon mal 20 km/h mehr mitgenommen als wie in der letzten Zeit. Also wie in der letzten Saison, so muss ich sagen. Coaches Corner hier gut den Sprung drücken. Boah, da sind wir jetzt aber noch gerade so im Rennen geblieben. Beziehungsweise im Trainingslauf. Nachher müssen wir hier aufpassen, eventuell sogar ja, aus der Position rausgehen und versuchen da aufrecht ein bisschen rumzufahren. Weil ist auf jeden Fall sicherer als wie wenn wir hier. Ja, ausscheiden, weil ausscheiden wollen wir nicht. Wir haben ja gesagt, wir nutzen die Neustartfunktion nicht mehr, also die Wiederholungsfunktion. Ich habe derweil mal den KI-Grad so gelassen, wie er aktuell ist. Wir fahren jetzt mal die dritte Saison auch noch auf Mittel oder Normal oder wie sich das Ganze halt nennt. Und dann nächste Saison steigen wir über auf die nächst schwierigere Stufe und dann sehen wir eh, wie es uns so dabei ergeht. So, ich würde sagen, aber weiter zum richtigen Event. Wir brauchen da kein Trainingslaufen, so schwer ist das Ganze nicht. So, hier einen Boost sparen, weil den Carving Boost, den brauchen wir unten noch. Coaches Corner raus. Da ist es wichtig, dass wir dann noch Boost übrig haben. Oh, und der Scheiben aus. Das ist das aus hier im ersten Abfahrtsrennen. Ja, wir haben ja gesagt, wir benutzen keine Wiederholung mehr. Dementsprechend wird auch wahrscheinlich die Saison ein bisschen schneller zu Ende gehen als wie normalerweise. Ja, Super G. Dementsprechend fahren wir auch hier nochmal eine Übungsfahrt. Einmal um den Kurs reinzukriegen. Ja, und hier haben wir neue Schnee. In der Piste, das sind natürlich mehr oder weniger suboptimal. Coaches Corner drückt mal hier. Rum kurz aus der Position jetzt wieder rein hier und da die Geschwindigkeit mit runternehmen. Und jetzt sind wir raus. Aber ich glaube, wir können das Event starten. Brauchen wir keinen zweiten. Ja, macht das Ganze interessanter und vor allem realistischer. Und ich glaube, wir haben so jetzt genügend zum Kämpfen, damit dass wir den Gesamtweltcup hier kriegen, weil ja, vorher mit 3 Sekunden Strafe, das war einfach. Konnte man mal ein, zwei Tore auslassen. Hat man das Rennen nicht gewonnen, aber trotzdem gut Punkte mitgenommen. Jetzt lassen wir alles liegen. Und Nuller schreiben ist halt doch heftiger als wie, keine Ahnung, anstelle von 100 Punkten. Keine Ahnung, angenommen 50 mitzunehmen. Oder 35. Da ist ein Nuller weiter schlimmer.
Wir sind nochmal aufholen. Wir sind dran, dass wir hier aufholen. Oh nein, kein Sieg. Rang 4 knapp auch noch beim Protest vorbei. Da sind wir natürlich traurig. Also Rang 4 ist immer ein undankbarer Platz. Das wisst ihr aber, glaube ich, selbst auch zu gut. Oh, und die ersten 4 sind schon knapp beieinander mit 0,39 Sekunden Rückstand auf Rang 4. Das ist heavy. Aber dennoch, es ist noch nichts verloren. Auch nicht im Bereich Gesamtweltcup. Wir sind erst im dritten Rennen, Leute. Also... Puh, ja, 50 Punkte im Super-G, DNF in der Abfahrt, ist nicht gut rum, fahren wir jetzt auch gleich noch hier den Super-G in Beaver Creek und da erstmal das Training. Eigentlich gibt es ja sowas beim Super-G gar nicht, da gibt es einfach nur eine Besichtigung und da muss runter, gleich wie beim Riesendorlauf. Also da großartig vorher besichtigen gibt es nicht, beziehungsweise großartig vorher Trainingsfahrt machen gibt es eigentlich gar nicht. Das Spiel ermöglicht es uns, darum nehmen wir das auch mit, weil eine Besichtigung runterfahren können wir halt nicht. Das ist mehr oder weniger dann unsere Besichtigung. Darum fahren wir auch das Ganze nur einmal, außer uns zerlegt es irgendwo ganz oben schon. Oder dass wir ein Dorf verpassen. Dann dementsprechend fahren wir auch noch ein zweites Mal. Aber im Grunde einmal runter und das war's dann. Das ist unsere Besichtigung. Und ich glaube, die Fahrt wäre gar nicht mal so schlecht hier. Merken wir uns mal die Zeit, 1:12:76. Können ja das dann das mit der besten Liste irgendwie vergleichen. Wir gehen weiter zum richtigen Event. Wir haben die Strecke besichtigt. Wir wissen, wo in etwa die Tücken sind, wo wir aufpassen müssen. Das sind nämlich die ganzen Sprünge. Da geht es nämlich meistens danach gleich ums Eck. Dementsprechend müssen wir dort auch vorsichtiger sein. Dass wir in der ersten Zwischenzeit zurück sind, sehe ich nicht so gern. Muss ich ehrlich zugeben. Oh, 1:37 zurück. Das geht sich hier runter auf keinen Fall aus. Auch wenn wir hier gut rüberkommen, aber 1:37 noch auf den letzten Metern wegzumachen, das geht nicht. Oder geht sich's aus? Um 500stel nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Da wollte er jetzt erst jubeln, weil er gedacht hat, ja, das könnte sich ausgehen, aber ja, ging sich nicht aus. Aber wir sind vor Body Miller, das ist wichtig. Hermann Mayer kann ruhig vor uns bleiben. Der wird auch dementsprechend im Weltcup auf uns ausbauen, aber... Ja, da können wir nichts dagegen machen. Er hat übrigens einen anderen Anzug an, obwohl er so Österreicher ist. Also, so viel zur Loyalität hier. So. Schauen wir kurz drauf, was die Uhr so in etwa sagt. Ja, ein Rennen geht auf jeden Fall noch. Also ich würde sagen, das Abfahrtstraining und die Abfahrt, beides bestreiten wir hier noch. Body Miller ist ausgeschieden. Das ist natürlich für uns super, für ihn schlecht. Und jetzt müssen wir in unserer Königsdisziplin wieder angreifen. Weil dort verlieren, das wäre natürlich... Ja, inakzeptabel.
Aber ausscheiden kann jedem passieren. Und man hat gesehen, letztes Jahr haben wir weit über 200 Punkte Vorsprung gehabt auf Body Miller. Dementsprechend können wir auch zwei Rennen verlieren, wenn er gewinnt. Und uns fehlt da nichts. So, die Trainingsfahrt ist jetzt hier in dem Fall nicht die schnellste, das ist mir bewusst. Golden Eagle Sprung, gut mitgenommen, hier auch nochmal drücken. Boah, das war extrem falsch und da sind wir vorbei. Aber ja, wir wissen soweit, wo wir aufpassen müssen, das ist eindeutig. Ja, der vorletzte Sprung und der Sprung nach dem Golden Eagle Jump, da müssen wir wirklich dementsprechend vorsichtig rumfahren. Hier raus heißt es gleiten, schauen, dass man auf Geschwindigkeit kommt. Und ja, ich glaube, das schaffen wir mit dem Ski sogar recht gut. So, wie sieht's aus? Fast eine Sekunde Rückstand. Das ist schon viel hier oben. Nein, schon wieder vorbei. Das gibt's doch nicht. Zweite Abfahrt, zweite Ausfahrt. Ja, nicht gut. Beim Training kommen wir immer fast runter und beim... Da haut's uns dann raus. Scheiße, Body Miller macht natürlich Punkte gut und gut. Und ja, ich würde sagen, den Riesendorlauf im Beaver Creek fahren wir dann in der nächsten Folge. Wenn dir das Video gefallen hat, natürlich ein Däumchen nach oben, super, gleich wie ein Abo bzw. eine Weiterempfehlung. Ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus, bedanke mich, dass du dabei warst und ja, ciao Leute.